Hallo, ich habe gerade das Buch Brown Girl Dreaming von Jacqueline Woodson gelesen und weil es mir so gut gefallen hat, möchte ich es euch kurz vorstellen. Bevor ich das Buch gelesen habe, wusste ich, dass es in freien Versen geschrieben wurde und hatte so ein bisschen im Kopf, dass es sehr vielen Leuten gefallen hat. Ich dachte, es wäre so eine Jugendbuchgeschichte, vermutlich auch wegen dem Cover, weil es mich an andere Cover erinnert hat, die so Jugendbücher sind. Tatsächlich ist es wohl auch ein Middle Grade Jugendbuch, aber es ist ein Non-Fiction-Buch, also es ist ein autobiografisches Buch. Die Autorin erzählt hier von ihrer Kindheit. Ihre Kindheit hat die Autorin im Süden der USA und in New York verbracht. Sie ist mehrmals in ihrer Kindheit umgezogen, von dem einen zum anderen Ort. 1963 ist die Autorin geboren worden und das erste Kapitel heißt auch I Am Born. In dem geht sie darauf ein, wie sich das auf ihre Familie ausgewirkt hat oder wer zu dem Zeitpunkt überhaupt alles zu ihrer Familie gehört hat. Und sie nimmt auch Bezug auf wichtige schwarze Aktivistinnen zu der Zeit. Also zum Beispiel in einem Absatz geht sie kurz darauf ein, was Malcolm X in dem Jahr gemacht hat. Einen Absatz wollte ich kurz vorlesen. Not even 3 years have passed since a brown girl named Ruby Bridges walked into an all-white school. Armed guards surrounded her, while hundreds of white people spat and called her names. Und durch so wenige Worte und Bezugspunkte aber hat sie es geschafft, mir so ein Gefühl für die Gesellschaft zu zeigen, in die sie hineingeboren wurde. Und daran bin ich ja auch immer sehr interessiert. In der Kindheit ist quasi für jeden Familie ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und so geht sie hier auf verschiedene Aspekte von ihrer Familie, von ihrer Familiengeschichte ein. Zum einen darauf, dass ihr Großvater aus dem Süden die Sklaverei gerade mal um eine Generation verpasst hat. Also ihr Ur-Urgroßvater war sein Leben lang versklavt. Das sind so Sachen, die ich immer mal wieder aus den Augen verliere und deswegen es wieder mal cool fand, dass es hier in relativ wenigen Worten, aber trotzdem benannt wurde, weil das klar Auswirkungen auf ihre gesamte Familie hatte, auch bis zu ihrer Generation. Und in fast ebenso wenig Worten schafft sie es auch, die Beziehung zu verschiedenen Familienmitgliedern zu beschreiben, also zu ihren Geschwistern, zu ihren Eltern, zu ihren Großeltern, zu ihren Onkeln und Tanten, die unterschiedliche Rollen in ihrem Leben hatten und genau, zu denen sie unterschiedliche Beziehungen hatten. Das fand ich sehr interessant. Und auch eine Freundschaft ist schon in ihrer Kindheit entstanden, und zwar zu Maria. Im Nachwort steht drin, dass sie mit dieser Maria immer noch befreundet ist. Seit quasi 50 Jahrzehnten sind sie jetzt beste Freundin. Und von dieser Freundschaft zu lesen war sehr schön. Eine andere Beziehung, die mich auch sehr beeindruckt hat, war die Beziehung zu ihrem Großvater, mit dem sie sich sehr gut verstanden hat. Erstens hat er sie zum Beispiel auch immer unterstützt darin, dass sie Geschichten erzählt. Er hat ihr gerne zugehört und sie aufgefordert, dass sie ihm Geschichten erzählt. Auch in einer anderen Leidenschaft von ihr unterstützte er sie, und zwar im Singen. Ihre gesamte andere Familie hat ihr immer gesagt, dass sie nicht so laut singen soll, zum Beispiel in der Kirche, weil sie wohl nicht singen könne. Und ihr Großvater bittet sie aber darum, für ihn zu singen. Und das wollte ich kurz vorlesen. And when I sing to him, I'm not just left of the key or right of the tune. He says, I sing beautifully. He says, I am perfect. Diese positive Unterstützung von ihrem Großvater war sehr wichtig für sie. Und für mich als Leser war ich beeindruckt davon, wie die Autorin es in so kurzen Beschreibungen geschafft hat, so eine Situation zu skizzieren, die mich dann auch gerührt hat und emotional getroffen hat. Eine wichtige Rolle in ihrer Erziehung hatte auch ihre Großmutter. Und ihre Großmutter ist eine Zeugin Jehovas. Das heißt, auch sie und ihre Geschwister wurden als Zeugen Jehovas erzogen. Ich persönlich habe keinen so guten, positiven Zugang zu religiösen Strukturen und vielleicht auch dadurch habe ich hauptsächlich Einschränkungen dabei rausgelesen. Also sie durften als Kinder keine Geburtstage feiern, kein Weihnachten feiern, wie alle ihre, also wie die meisten in ihrer Klasse. Und zusätzlich hatten sie in einer Phase von ihrem Leben
quasi jeden Tag irgendwas innerhalb dieser Glaubensgemeinschaft zu tun. Also sie hatten einen Tag die Woche frei. Ansonsten hatten sie immer irgendwelche Verpflichtungen für die Gemeinschaft. Also sei es zu irgendwelchen Lesekreisen zu gehen oder sie sind auch schon in sehr jungen Jahren von Tür zu Tür gegangen und haben die gute Nachricht verbreitet. Also waren quasi am Missionieren. Und den letzten Punkt, den ich sehr aus diesem Buch mitgenommen habe, war, wie die Autorin über Geschichten lesen und Geschichten schreiben gesprochen hat. Als Kind liebt sie es, Geschichten zu hören und später auch selber zu lesen. Sie beschreibt eine Situation, in der ihre Lehrerin ihr die Geschichte von Oscar Wilde, The Selfish Giant, vorliest. Und sie war so beeindruckt und berührt von dieser Geschichte, dass sie danach den ganzen Tag lang geweint hat, weil sie so beeindruckt von dieser Geschichte war. Und sie überredet ihre Mutter, mit ihr zur Bücherhalle zu gehen, dass sie sich dieses Buch dort dann ausleihen kann, um es nochmal zu lesen und nochmal zu lesen. Denn sie hat einen ganz anderen Zugang zu Büchern und geschriebenen Geschichten, als ich ihn habe und auch als ich ihn in Büchern sonst so repräsentiert bekomme. Wie sie das beschreibt, möchte ich einmal kurz vorlesen. Words from books curl around each other, make little sense, until I read them again and again, the story settling into memory. A story I will remember long after I've read it for the second, third, tenth, hundredth time. Geschichten immer und immer wieder zu lesen, ist so ein anderer Zugang, als ich ihn habe, wo ich eine Geschichte früher auf jeden Fall immer nur einmal gelesen habe und dann das nächste Buch gelesen habe. Und ich finde es einfach interessant, wie unterschiedliche Leute unterschiedliche Zugänge zu Büchern haben. Spannend fand ich auch, dass sie schon sehr früh weiß, dass sie Autorin werden will. Also sie liebt es, Geschichten erzählen und fängt quasi sofort damit an, sobald sie sprechen kann. Und auch sobald sie quasi ihren Namen schreiben kann, freut sie sich darauf, bald Geschichten schreiben zu können. Das sind so die Punkte, die mich besonders an diesem Buch interessiert haben, weswegen es so viel interessant für mich war und ich euch dieses Buch empfehlen möchte. Ich glaube aber, dass noch sehr viele andere Punkte da drin sind, die andere Leute vielleicht interessant finden. Sie selber schreibt in ihrem Nachwort: And that's what this book is about. My past, my people, my memories, my story. Dem möchte ich jetzt hier im Video nichts mehr hinzufügen. Wenn ihr Fragen zu dem Buch habt, stellt sie mir gerne. Wenn ihr dieses Buch gelesen habt, würde mich auch eure Meinung interessieren. Ansonsten war es das. Bis bald.